Die Gletscher in der Schweiz haben in wenigen Jahrzehnten die Hälfte ihres Volumens verloren. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor. Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 1931 und 2016. Danach schmolz das Eis laut den Messdaten noch schneller. Seit 2016 ging das Eisvolumen um weitere 12% zurück. Die Forscher rekonstruierten zum ersten Mal den Rückgang der Eismassen in der Schweiz. Dafür nutzten sie tausende historische Bilder. Mit diesen konnten sie die Oberflächenbeschaffenheit der Gletscher zu verschiedenen Zeitpunkten vergleichen. Daraus wiederum konnten sie nach eigenen Angaben Unterschiede beim Eisvolumen berechnen. Experten führen die Gletscherschmelze auf den menschengemachten Klimawandel zurück.